Und dann sind wir schon wieder Fliegen drauf. Scheiße. Ja, dann. Oder auf Hydro setzen. Wollte ich nochmal mit der Erde machen und dann auf Hydro setzen. Ja, aber die sind ja in den Wurzeln oder irgendwas auch. Die machen ja die Wurzeln kaputt. Normal probieren und richtig ausspülen. Also ich bin. Schade drum. Ich bin für das Wegwerfen. Guten Morgen, Freunde. Ich fange auch schon an wie Maxim. Entschuldigung, Maxim. Ja, Pflanzen kriegen wir nicht viecherfrei, ne? Nee. Schade. Nicht zu machen. Ja. Und wir haben schon Erde austrocknen lassen, ja. Richtig trocken lassen. Die habe ich schon 14 Tage oben auf dem Boden trocken lassen, ja. Dass ja keine Viecher mehr ran konnten. Und jetzt war eine Weile Ruhe und jetzt geht es schon wieder los. Wir haben schon wieder welche dran. Müssen wir aber die wegschmeißen. Ja, schade drum. Wirklich. Also was heißt das? Die nächsten Pflanzen nicht mehr Erde. Nee. Hydro oder Siamis. Eins von beiden. Ja, oh, du bist dunkel. So ist besser. Wegen dem Licht. Ja. Ja, naja. Schade, schade. Und hier gerade bei den Efeututen, waren die. Da haben wir die so waren einen so Kampf klein, gehabt. Da haben wir ja. So gequält, die hochzuzüchten. Ja, naja. Was soll's. Was soll's. Es läuft sowieso nicht alles immer im Leben so, wie man sich das vorstellt. Ja, und unsere Palme verabschiedet sich auch. Die verabschiedet sich leider auch, ja. Die wird immer kleiner. Aber ich glaube, ihr seht die jetzt nicht so gut. Wegen dem Gegenlicht. Ja. Der Hund ist auch da. Lass du dich filmen? Nee, Kira lässt sie nicht filmen. Du bist die Fotogen, nicht? Nein. Na, wo ist hier? In unserem letzten Maskenmontag-Video haben wir eine ganz heiße Empfehlung bekommen. Da ist uns nahegelegt worden, dass diese ganzen Masken, die wir uns auflegen, überhaupt gar nichts bringen für ein schönes Hautbild. Ja. Sondern nur Sport. Ja, richtig. Und den Tipp, den wollen wir uns natürlich Herz zu Herzen nehmen, ne? Und machen jetzt mit euch ein bisschen Sport, damit wir strahlend schön sind. Ja. Witzigerweise hatte Sanne von Sannes Klönschnack in ihrem letzten oder in einem ihrer letzten Videos auch so einen Ausdruckstanz gemacht. Fand ich sehr, sehr witzig. Und ja, machen wir denn doch direkt auch mit, um auch wunderschön zu werden, oder? Richtig. Und somit, Leute, es tut mir leid, fallen die Maskenmontage aus. Jetzt gibt es nur noch Tanzvideos. Weil wir immer Sport treiben wollen. Genau, damit wir schöner werden. Ja. Weil Masken bringt es halt einfach nicht. Ne? Rausgeschmissen ist Geld. Ja. Also wir brauchen keine Maske mehr. Voll nicht, als wenn Masken schön machen. Aber gut, Sport. Ja, wir wollen jetzt mal der Sport Arbeit macht werden. Schöner. Mal sehen, ob das stimmt. Nee, Döner macht schöner. Döner? Gut, okay, dann versuchen wir Döner zu essen. Jetzt sporten wir erstmal. Ach so, jetzt Sport. Genau. Und ach so. Gut, okay, du mal hinten, leg mal vorne. Und dann machen wir umgekehrt. Dann nochmal zurück. Also nochmal. So, und jetzt mache ich so. Voll schön geworden. Ja. Ja, Maskenmontag ist passé, sportfrei. Ja, Montag ist immer Maske.
Maske nicht mehr, Sport. Kleines Paket. Kleines, gut, ja. Das ist schwer. Und zwar klein, aber schwer. Hat ein Liebelein von uns ein Päckchen an die Packstation geschickt. Apropos Packstation, es hat wieder nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum Päckchen nicht an meine Packstation ausgeliefert werden. Deshalb habe ich sie bisweilen entfernt. Ja. Also ihr könnt mir da jetzt nichts mehr schicken. Weil es nichts bringt. Also jedes Päckchen, was bis jetzt zu mir gesendet worden ist, ist auch wieder an den Absender zurückgegangen. Ja, und wir kriegen einfach keine Erklärung, warum das so ist. Angeblich, weil es zu groß ist. Nee, die Versandbedingungen wären hier nicht erfüllt gewesen. Also das ist ein ganz normales Päckchen. Ja. Da war auch kein Trödel oder kein Papier, also Geschenkpapier oder sonst irgendwas drum. Das war nicht irgendwie beklebt, das ist ganz normal adressiert. Aber die Adresse fehlt. Ja, die habe ich abgemacht. Ach so. Auf jeden Fall, es war alles normal. Es hat sehr wohl den Versandbedingungen standgehalten oder erfüllt. Also keine Ahnung. Und bei dem anderen Päckchen war das ja... Der gleiche. Weiß ich nicht. Fast. Andrea, was war bei dir der Grund? Keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen... Packstation, Adresse, finito. Ja. Gibt's nicht. Gut, dann werden wir mal das ketten. Ja. Ja. Und jetzt werden wir Uwe Schneid mal hochfinden, ne? Oder willst du das lieber an die Hand nehmen? Ist, glaube ich, einfacher, oder? Nee, ich will mich nicht so verletzen. Aber du bist ja nicht gewohnt, dich zu verletzen. Danke. Da hat der Uwe letztens wieder Brot geschnitten. Einfach weil ich zu faul bin, natürlich. Wie immer. Einmal drehen bitte. Wie immer. Und verletzt sich wieder den Finger an dem Schneideblatt. Gott sei Dank war es aus, sonst wäre der Finger ja ab. Nee, wäre bloß ein Stückart gewesen. So, jetzt mal gucken. Also, oh. Guck mal, warte mal, jetzt zeig mal, wie es eingepackt ist. So sicher ist es eingepackt. Ich tue es mal jetzt auf den Tisch. Du und nicht. Entferne mal hier die, Fülldinger. Und lese mal kurz den Zettel. Was für eine schöne Schrift. Ja. So, wenn ihr möchtet, dürft ihr es gerne vor der Kamera auspacken und auch alles vorlesen. Alles kein Problem. Sassi. Jetzt wisst ihr auch, wer uns das Päckchen geschickt hat, nämlich die liebe Sassi. Dicken Knutsch an dich und es tut mir so leid, dass das wirklich wieder nicht funktioniert hat mit dieser blöden Packstation. Und jetzt guck mal, wie schön sie das gemacht hat. Oh, und so randvoll, du bist doch verrückt, ihr solltet doch gar nicht so voll immer machen. Nein. Also, gut, hat ja jetzt eh ein Ende, ne? Ja. So, Herz-Community, genau. Kira. Kira hilft uns auspacken. Mal gucken. Ja, guck mal. Schnuffel mal. Neuer Duft, ne? Ja. Duft der großen weiten Welt. Richtig, ne? Magst du nicht schnuffeln? So, mal sehen, was uns die liebe Sassi geschrieben hat. Was du für eine tolle Schrift hast. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie gedruckt. Da kommt der Drucker nicht mit. So, hallo ihr Schnuffel. Selber Schnuffel. Wie schön, dass ihr meinen Wunsch nach einer Packstation nachgekommen seid. Ja, ist ja jetzt auch nur wieder passé, ne? Ja. Darum habt ihr jetzt auch eine Überraschung von vor euch stehen, die hoffentlich gelungen ist. Ich habe immer aufmerksam eure Videos geschaut und mir so einige Dinge gemerkt. Oh Schatz, da ist eine Akkuschrauber drin. Ja. Bandschleifer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Auspacken und hoffe, dass ihr das eine oder andere Mal schmunzeln müsst. Ganz bestimmt. Ganz, ganz bestimmt, meine Süße. Oh nein, ich will die Akkuschrauber sehen. Ein ganz großes Danke für eure Videos voller Humor, Authentizität und vor allem Liebe. Ihr seid wundervolle Menschen, von denen sich viele einige Riesenscheiben abschneiden können. Ich wünsche euch nur das Beste, dass ihr noch viele gemeinsame Jahre zusammen macht und niemals eure Ehrlichkeit, Offenheit und freche Schnauze verliert. Also ganz bestimmt nicht, ne? Ich meine, man hat ja so seinen Grundcharakter und das sind wir ja halt so. Ja. Ich war schon immer so, Uwe war schon immer so, warum sollen wir verlieren? Nee, wir sind noch nicht fertig.
Oh, so schöne Worte, ey. Ja. So, ich habe euch das Paket geschickt, weil ich das, das sehen wir. Weil ich das von Herzen möchte und euch eine Freude schenken mag. Wehe, ihr sagt auch nur einmal, dass es zu viel ist. Schon passiert. Was denn? Was war denn jetzt? Ja, wehe, ihr sagt auch nur einmal, dass es zu viel ist. Oder es nicht nötig gewesen wäre. Okay, das sage ich jetzt nicht. Aber ja. Habt ihr nie seinen Raum. Oh, dann gibt es Strafe. Ich nehme alles wieder zurück. Warum, du stehst auf Strafen, Uwe? Du möchtest doch hart ran genommen werden. Aber nicht immer so doll. Oh. So, weiter geht's. Ach nein, ja. So. Na mach. Keine Kommentare mehr von mir. Und das ist aber Höchststrafe, sonst ja. Nee, das geht überhaupt nicht, ne? So, letztendlich ist Masse nichts und Geld hat keinen Wert. Also nehmt es bitte an und seht es als Dankeschön. Als Danke für all die Lacher, die ihr mir immer beschert und die wirklich Gold wert sind. Ihr seid wunderbar. Ich drücke euch Kira, Hashtag Kira, Uwe Susi, Hashtag Liebe, Sassi Black ist die Happiness. Oh Gott, ist das ein schöner Brief. Danke, Sassi. Ja, danke schön. Nur mach auf jetzt. Der wird natürlich, wir haben ja so ein kleines Kistchen, wo wir von unseren Liebeleins ja, so ja. Briefchen und so was drin haben. Das kommt alles da mit in die Kiste rein, weil das einfach ganz, ganz, ganz tolle Erinnerungen sind. Auch an wundervolle Menschen, die, ja, ja, die unser Leben durchkreuzt haben. Und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Also, dass ihr noch lange in unserem Leben bleibt. Ne? Ja, ist okay. So, Chef, möchtest du dann das erste auspacken? Ja, aber groß muss es sein und schwer. Das ist ein Akkuschrauber. Eine neue Sorte zum Knabbern. Oh. Steht hier drauf. Schönes Papier. Müssen wir das auspacken? Das ist so schön eingepackt. Ist jetzt schon Weihnachten? Du, 365 Tage. Kein Problem. Zu knabbern. Guck mal, wie schön du das gemacht hast. Ja. Alles schön beschriftet. Oh, da müssen wir noch mehr Sport machen. Ja. Oh, Sauercreme. Oh, cool. So, das ja, ist ja definitiv was für die Susi. Vielen Dank, meine Süße. Und dann auch noch Sauercreme. Hier ist meins. So, jetzt habe ich das nächste auspacken. Hier steht drauf. Das ist für die Kira. Wenn es heißt, komm Kira, Zähne putzen. Wow. Ah, für dich. Da hat die Sassi an dich gedacht. Ja. Ja, Kira ist. Lass ihr das doch auspacken. Ist doch für sie. Ja, dann braucht ja dann nichts. Oh. Prima. Oh. Lecker. Oh, Dentasticks. Adorn? Das kennen wir überhaupt nicht. Nee. Das ist aber ein Riesenteil, oder? Ja. Passt da die kleine Hundeschnute rein? Wollen wir ihr den gleich geben? Ja klar, das kann ich. Putzen Zähne und Zähne. Oh, der stinkt da. Das ist was für dich, Mausi. Ja, 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 ja. Hier, guck. Mmh. Oh, und tschüss. Tschüss. Vielen Dank im Namen von Kira. Ja. Ja, wie cool, die hätte ich noch nie gesehen. Ja, Fressnapf hat das nicht, unser Wissen. Wo hast du denn die her? Ja, sag mal. Sag mal Bescheid, bitte. Ja. Also da macht sie sich gleich drüber her. Ja. Total süß. Besser als ein Schweinohr. Ja, du bist dran. Ich nehme die Tüte, ja. Ah, jetzt aber bestimmt für mich, weil da steht alles lose drauf. Das ist für dich. Was ist das denn? Ja, mach auf. Erinnerung an die Adventskalenderzeit. Oh, die war so schön. Ja. Yeah. Oh, alles wieder für die Uhr. Ja, wie gesagt, Maskenmontag. Oh, wir haben mal keine Maske mehr. Lebkuchenkonfekt. Mmh. Oh, lecker, lecker, lecker. Mmh. Ja, du musst mal den Mäusen zeigen hier. Ja. Doch, Uwe. Ja, na. Sieht super lecker aus. Ja. So, dann mache ich natürlich hier alle die Tüte alle lose auf. Schatz, es wäre doch viel besser gewesen, einfach das alles in so eine Tüte zu schmeißen.
Das weiß ich, du bist verrückt, ehrlich. Oh, und die Kira, die haut da richtig drin, ey. Also zwei Menschen und ein Hund glücklich gemacht. Ja. Oh, alle lose. Ja, wie cool. Ich fühle mich gerade total an meine Kindheit erinnert. Das sind so Bonbonketten. Oder Armbänder. Wobei Kinderketten wahrscheinlich. Total cool. Kriegst du mal denn so was? Ein Schnupperladen. Coco, Cool Drink Summer Shake. Was ist das? Waldbeergetränk. Aha, von Krüger. So. Wird wohl Tee sein, oder? Was ist das? Bestellt Kaffee. Krüger ist der Kaffee meistens. Ja, aber Waldbeer-Kaffee, Uwe? Wohl kaum. Weiß man nicht. Noch ein Shake. Sommershake. Ja, haben wir ja bald. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Ich probiere sowas echt gerne aus. Cool Drinks. Ja. Bin ich gespannt. Steht dann da keine Geschmacksrichtung drauf? Doch, ganz bestimmt. Ich sehe es hier in dem Licht nur nicht. Maracuja bestimmt. Das ist durch das Licht geblendet, wirklich sein ganz merkwürdig. Kann ich ja nicht mehr reden. Hier schon als Oreo von Milka. Alles lose. Geil ist das denn? Ein Schokobonbon. Was stehen hier alle? Oh, das war das hier. Das ist so ein, auch so ein Brausebonbon-Lippenstift. Ach ja? Mhm. Hast du sowas nicht als Kriterien? Nee. Im Osten sowas nicht? Ja. Der kam von den Kapitalisten und das wollten wir nicht. Ja. Also die hab ich geliebt als Kind. Ja, riech mal. Riechst du das da? Ja, riech nach Bonbon. Hm? Ja. Also ich hab sie geliebt. Ich glaube, das war dann noch eine Pfeife, ne? Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Ja, du musst dich so viel anhalten. Ja. So, alle Dose ist leer. Jetzt kommt hier noch zum Vorschein von Mao am Stripes. Dann haben wir zwei nimmt zwei Bonbons, die ich übrigens sehr lecker finde. Und ja, noch so einen Mao am Schatz. Ja. Wollen wir das die wieder Tüte, nicht? Nee, die Tüte ist voll jetzt. So. Da habe ich schon die, das Papier. Okay. Ist nicht schlimm. So, du bist dran. Ich nehme mal eine Runde. Steht da was drauf? Für den Vorrat. Vorrat. Na, mal gucken. Na gut. Du hast da unten. Bist verrückt, wirklich. Ich weiß, was das ist. Das ist für dich. Bist du dir sicher? Ja. Ja. Das ist Mucks. Ja. Das Mucks. Ist, ja, das ist Rexona. Ja. Das ist Mucks, Kira. Das ist nichts für dich. Das ist Mucks. Mucks. Was ist denn mit deinem Knochen? Geh mal Zähne putzen. Ja. Jawohl, Shaw Fresh, genau. Gut aufgepasst. I love it, vielen Dank. Super. Ja, dann bist du jetzt wieder dran. Ich habe gedacht, das ist ein Bohrer. Ich nehme mal hier vorne. Ey, das ist ja brechend voll. Erfrischung. Ja. Erfrischung. Jetzt erfrischen wir uns. Das könnte für dich sein. Dusche. Dusche. Da ist bestimmt eine Dusche drin. Was, eine Dusche? Nee. Ja? Doch. Doch. Also super eingepackt. Ja, ja. Falls der Druck ausläuft, ne? Ja. Das ist ja geil. Schönheitsgeheimnisse. Also wir haben gelernt, bringt nichts. Schnell. Sport. Sport ist alles. Für jeden Hauttypen. Nee, Schatz, mach doch mal das auf. Du bist doch noch gar nicht fertig mit Auspacken. Kira, wo ist denn dein Kauknochen? Hm? Oh, wie toll du den eingepackt hast. Absolut sicher. Noch ja. Hier mit einem Washi-Tape drüber, dass das nicht ja. Ausläuft. Yuzu kenne ich überhaupt nicht. Nee. Hab ich noch nie gehabt. Der Hund ist ja nicht, wo er zuerst hin soll.
Das riecht aber gut. Ja. Wunderbar, wunder, wunderbar. Vielen Dank, Sassi. Ich freue mich da extrem drüber. Ja, Hierarchien. Das ist nichts für den Hund. Du hast unten deinen Knochen. So, ich habe jetzt mal rausgezogen, Leckerchen für die kleine Dame. Guck mal, ich krieg schon wieder. Hast du eigentlich gerade hier bist. Ja, dann kriegt die Kira schon wieder was. Du riechst das, ne? Deswegen sagst du, ach, komm mal vorsichtshalber her. Ja. Da greife ich doch gleich was ab. Oh, 12 Mini-Würstchen. 6 mal Rind, 6 mal Truthahn. Da wird sie sich freuen. Aber Mausi, das machen wir jetzt nicht auf. Nein. Nein, das bleibt zu. Da hast du später was davon, okay? Ja. Du musst dann erst mal hier deinen schönen Knochen. Dein Kauknochen fertig. Komm mal her. Leute, es nimmt kein Ende. Es ist hier, immer guck mal, wie schön der abgenommen hat schon. Voll. Ja, Entschuldigung. Ach, ich will ihn gar nicht haben. Päckchen, wirklich. So, doch, du bist am dransten, ja. Ich nehme mal was damit. So. Urlaub für die Haut. Haut. Das ist gut. Außerdem bist du dran jetzt mit auspacken. Ich habe doch jetzt gerade ausgepackt für Kira. Ach so, ja. Wieder so eingepackt, so. Ja, toll sicher, finde ich richtig. Sicher eingepackt, ja. Super. So, da. Nee, ist doch verkehrt rum gewesen, so rum. Und ist das schön, nicht? Das wird nicht viel. Also, ich packe ja gerne ein, aber nicht aus. Aber du packst gerne auch so ein, dass andere das nicht aufkriegen. Das ist richtig. Das mag ich am liebsten. Das ist nicht für dich. Das ist für den Urlaub. Willst du Urlaub machen? Nee, für die Haut ist das. Für die Haut. Urlaub für die Haut. Urlaub für die Haut. Eine 7-Tages-Kur. Ja. Ampullenkur-Auszeit. Mit Bachblüten. Für normale bis trockene Haut. Warum habe ich jetzt Lippenstift am Finger? Keine Ahnung. Also, du kannst es natürlich benutzen, aber ich denke, es ist eher für die Dame. Ja, klar. Ich packe viele Frauen aus und naja. Ja, sehr, sehr gut. Ich liebe solche Ampullen. Ob sie was bringen, weiß ich nicht, aber die Haut fühlt sich gut an, ne? So, jetzt bin ich ja wieder dran und ich nehme mir mal Pralinchen für die Pralinen. Nein, du Praline. Das ist ja nur eine Praline, aber das ist nichts für dich. Ne? Ja, total schön. Sarotti, magische Sterne. Oh, lecker. Aber das ist was für dich, mein Liebling, weil die Susi ist kein Nougat. Super, super lecker, denke ich mir mal. Ja. Nougat. Du bist Nougat. Verrückt. Es bleibt dabei. Ja. Vor allem, weil es noch so randvoll ist. Ne? Ja. So, Schatz, du bist am dran. Das hat einen doppelten Lohn? Das ist so eine Nanny McPhee-Tasche. Ja, ich glaube auch. Da so ein kleiner Stand da rausziehen. Ach, Kira. Ein bisschen Entspannung. Ja. Ich möchte mich gerne entspannen, aber ich komme ja nicht dazu. Der Hund passt ja auch. Ist Entspannung. Ja. Die Maske. Nicht. Oh, das wäre cool. Wir brauchen und du reißt die nicht direkt auf die Maske. Nein. Maske. Yeah. Wie cool. So, ich wieder gucken. Ja. So, Fußbadekristalle. Wie oh, cool, das ist ja positiv. Ist das denn? Nix mit Maske. Nee. Ist für weiter unten. Super, super. Einmal aber von Kira. Einmal aber von Kneipp, Fußbadekristalle, Calendula Orangenöl. Und einmal von Alverde, Fußbadekristalle mit Meersalz und Limetten. Habe ich noch nie gehabt. Und da freue ich mich auf das Ausprobieren. Da machen wir zusammen einfach in der großen Wanne so ein Fußbad. Ja. Cool, wirklich. Also ich freue mich und da sehr drüber. Wer unten ist, der hat verloren, ne?
Nein. Freust du dich auch darüber? Aber klar, Kira auch. Siehst du. Ja. So, ich greife jetzt mal blind hier unten rein. Ich muss den Mund hier ein bisschen weghalten. Ja. Und zwar keine Opa-Bonbons, sind das für dich, Schatz. Oh, der Uwe, der hat leckere Bonbons jetzt mitgebracht. Ja. So eine Karamellteile. Ja. Die müssen wir euch zeigen, die zeigen wir im Vlog. Oder? Ja. Hier ist noch mehr drin. Ja, doch, ich kann das nicht. Der Hund. Mivo, Liss, Holunderblüte und Johannisbeere mit Vitamin C, Halsbonbons. Mm. Und Fresh Pastillen. Ja. Aufwand, Mivo, hat man nie gehört. Hat ich noch nie bei DM gesehen. In Himbeergeschmack. Sehr cool. Positiv. Sehr, sehr cool. Keine Oberhaube. Dicken Knutscher. Wir wissen, wir haben unsere Herzchen vergessen. Ja. Hier. Wir wussten ja, dass nicht so viel ist. Wir sollen das nicht sagen, sonst kommen keine Kommentare. Ach so, ich nehme alle wieder zurück, was ich gesagt habe. So. Keksmonster, das ist für dich. Nee, du mag jetzt, mag du mal ja, was aus. Ja, du bist doch das Keksmonster hier. Ja. Guck mal, ich habe hier schon lecker Chipsies. Oh ja, die sind sehr lecker. Lecker. Schokowaffeln. Ja. Ja, alle lose, ne? Die waren ja auch drin. Leckere Schokowaffeln und die sind saulecker. Ja. Genau. So, jetzt darfst du mal auspacken. Schon wieder. Ja. Für die Abendroutine. Da ist für sich. Aber das könnte jetzt tatsächlich irgendeine Maske sein. Die Rückseite für die Füße. Weißt du, für meine Augen. Augenmaske. Ja! Ey, Sassi, du bist ja wirklich der Burner. Die Wahnsinn. Nehme ich ja immer als Augen-Nachtcreme, ne? Das ist, ich mache mir da ein Sachet auf in so eine kleine. Gibt ja so für diese, wenn man wegfliegen will, hat man ja so diese kleinen Behälter. Also immer, wo du flüssig reinmachen kannst und wo du so Cremeprodukte reinmachen kannst. Und da mache ich mir dann immer rein und dann mache ich mir eine Nacht als Augencreme. Obwohl jetzt nochmal diese Freiöl-Augencreme, die wir in unserem letzten Päckchen von Andrea hatten, die ist auch super. Ne? Ja. Aber super, super, super. Da freue ich mich. Sehr gut. Ab in den Vorrat. So, Schatz, jetzt bist du wieder dran. Nee, kann ich. Ich muss die festhalten hier. Für die Kaffeepause. Oh, geht. Das ist wirklich für die Büffelhüfte, ne? Ja. Alles aber gut. Wenn wir nun Sport machen, dann kriegen wir das dann genau. Schnell wieder. Das ist alles kein Problem. Ich kann mich wegschmeißen. Mal sehen, was sie hier eingepackt hat. Ist wieder sehr gut eingepackt. Ja. Nochmal so in Knister. Wie heißen die? Knisterknackfolie? Der Hund, der gibt's nicht. Butter, Mandel, Spekulatius. Oh, lecker. Kira, du hast doch bekommen. Ja, guck's dir an. Und die Nase geht ab und die Nase geht. Bist du jetzt zufrieden? Nee, nicht abbeißen. Hast du das jetzt geschnuppert? So, Schatz, willst du jetzt noch mal was auspacken? Ich komm da nicht dazu hier. Ich mach du mal deine hier. Der hier? Wenn der Kuchenzahn tropft. Hier, jetzt ist Schluss. Also da hast du aber wirklich enorm gut aufgepasst. Der Uwe sagt dazu mal Schluss. Schiefen Zahn, Kuchenzahn immer. Ja. Nein. Schluss jetzt. Tablet? Ah. Mmh. Wollen wir doch mal einen probieren? Nein. Der Kuchenzahn? Nein. Achso, ich muss euch das ja vielleicht auch mal zeigen. Ja. Kira, ab. Nein, jetzt nee, ist dann Schluss. Dann setzt du runter, Schatz. Hier ab. Der Hund hört nicht. Ab.
Nein! Ja. Oh mein Gott, wie lecker sind die denn? Ja. Richtig zitronig. Da ist so eine richtige Zitronenschicht drauf. Super. Sau lecker. Ja. Vielen Dank. So, jetzt haben wir wieder. Sitz. Nein. Sitz. Platz. Platz. Los, brav. Prima. Ich bin was. Wir sehen so langsam Platz. Den Boden des Platz Päckchens. Platz. Kira. Kira muss lernen. Beschäftigung für Kira. Die brauchst du. Du hast das süß, ey. Die Sassi hat ganz doll an dich gedacht, Mausi. Ja. Total schön, danke. Platz. Ja. Aber da denn? Platz. Twisted Snacks. Mit Ente. Quack, quack. Wollen wir einen probieren? Nein. Nein. Dann werden sie vielleicht beschäftigt. Ja, die, da unten ist der Knochen, den will sie ja. Der ist ja was anderes, du. Komm, wir probieren. Die sehen ja wirklich interessant aus. Hier. Ja. Ich hoffe, du bist jetzt beschäftigt. Düster. Ja. Und tschüss. So, Maus, weiter geht's. Das für dich. Klar. Das nächste Level der Lakritzliebe. Sag mal. Also, du bist ja irgendwie der Wahnsinn. Wie gut Sassi aufpasst, oder? Ja. Wahnsinn. Dental Delight. Shimmery Shine. Was ist das? Zahnpasta oder was? Zahncreme. Für die schwarzen Zähne. Ja. Genau. Ja, wie cool. Wo gibt's denn die? Na, zumindest made in Germany, Dental Delight. Mit Aktivkohle und Minz Lakritzgeschmack. Sensationell. So, da kriegen denn der Ausdruck schwarze Zähne eine ganz andere Bedeutung. Ja. Ne? Genau. Also, die wird ausprobiert. Ich bin mega gespannt darauf. Vielen Dank, Sassi. Hier, dicke, dicke Herz. Auch wenn wir noch nicht fertig sind. So. Nee, du bist dran. Schon wieder. Ja. Ich nehme mal große jetzt. Hier steht nämlich drauf, Susis Lieblinge. Ja. Da bin ich gleich gespannt. Schokolade bestimmt. Du isst da ja keine. Doch, von Chateau. Mal gucken. Ich vermute, da ist Schokolade drin. Mmh. Mal gucken. Yeah! Hopp auf die Büffelhüfte. Genau. Chocœur. Genau, oh. Das ist von Aldi Süd, ne? Chocœur. Weiße Crisp. Und Rumtraubenmus. Ich liebe sie. Wirklich. Ja. Ah, vielen Dank, Sassi. Sensationell. Hier, weiße Crisps teile ich mir aber mit Uwe. Der mag nämlich weiße Crisps auch sehr gerne. Du kannst ja nicht. Der mag nur Rumtraube, nicht Jörg, für mich alleine. Warum willst du denn nicht auspacken? Nein. Hier steht der Hashtag Marmor drauf. Guck mal mit dem. Das ist so süß. Ja, da sind überall Smileys drauf. Ja, so süß, wirklich. Sehr hübsch eingepackt. Ja, absolut, mit so viel Liebe. Ja. So diese kleinen Details einfach, ne? Ja. Und ich bin so begeistert von deiner Schrift.
Oh, du bist verrückt, es bleibt dabei. Es ist mir egal, ob du da nicht mehr kommentierst, du bist verrückt. Ja. Ganz viele Masken. Oh, das, oh, ich werde ja verrückt. Die Luxusmaske mit Goldglimmer. Endlich wieder Gold. Aber die waren gut. Ja. Nicht diese Shimmery-Maske, die wir da hatten, das war ja furchtbar. Hier, für dich, Schatz. Energy Q10 oder Q10 Gesichtsmaske für den Mann ist dabei. Dankeschön. Feuchtigkeitsmaske von Balea, die ich überhaupt noch gar nicht kenne, mit Soforteffekt. Erhöht die Hautfeuchtigkeit mit Aloe Vera und Thermalwasser. Ja, ich bin gespannt. Die habe ich eigentlich noch gar nicht entdeckt. Dann, mein lieber Schatz, eine Hydrotuchmaske für den Mann von Balea. Oh, danke schön. Ja, cool. Du bist ja... Da brauche ich eigentlich keinen Sport machen. Oh, die Garnier Skin Aktiv Hydra Bomb Tuchmaske, die ich so liebe, liebe, liebe. Kenne ich gar nicht. Doch, die haben wir schon ganz oft gehabt. Ja. Und dann, ja, weil die so feuchtig, viel, viel Feuchtigkeit spendet. Die ist sensationell. Mhm. Ja, das waren jetzt die Masken. Vielen Dank, Sassi. Ich werd verrückt hier, wie das hier aussieht. Total, genau. Es bleibt dabei, du bist verrückt, Fräulein. Das ist, oh, Wahnsinn. Unser ganzer Tisch ist voll mit ganz Papier. Vielen Geschenken. Ja. Papier und Geschenke. Ja. Wahnsinn. Füllmaterial. Ja, wenn wir was zurückschicken, ne? Ja. Genau. Das schmeißt man nicht weg. Nee. So, meine Lieben. Erstmal an dich, liebe Sassi. Das dickste Dankeschön, was das überhaupt gibt, sende ich dir und Uwe wahrscheinlich. Ja. Genau, Uwe auch. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für dieses sensationell tolle Geschenk. Päckchen. Ach, ist ja wie schade. Schade, dass es solche Probleme gab mit dieser Packstation. Aber gut, es ist wie es ist, ne? Das ist ja, ihr sollt ja sowieso nicht immer so ausrasten. Und ja, deswegen haben die gesagt, das wird nicht. Der Sinn war ja eigentlich vielleicht mal eine Maske oder was ist, aber doch nicht hier solche Riesenpakete. Ja. Ja. Also wie gesagt, schimpfen muss ich jetzt trotzdem, obwohl ich mich extrem darüber freue, was du uns hier alles eingepackt hast. Hier diese Lieblinge, ich werde ja verrückt, mir tropft der Zahn, ja. Denn die ganzen Pflegeprodukte über diese Fußbäder, da freue ich mich jetzt auch schon extrem drüber, weil die Füße das einfach gerade in der Winterzeit auch brauchen. Nicht? Da vernachlässigt man die Füße ja doch ein bisschen mehr als im Sommer. Oder? Ja. Ja. Stimmt. Ah, klasse. Ja. Und das hier, da freut mich auch aufs Ausprobieren. Die hätten noch nie gesehen. Nö. Ich renne da scheinbar immer dran vorbei. Yuzu kenne ich nicht. Ich freue mich darauf. Echt der Wahnsinn. Ja. Dickes lecker Danke. Für Kira, leckerli, das letzte. Mhm. Ist schon weg. Ja. Hat Zeit geatmet. Einmal durchgezogen. Nicht? Auch im Namen von Kira, vielen Dank für die ganzen Leckerlis. Also da wird sie eine Weile Freude dran haben. Das, ne? Ja. Da, vor allen Dingen hier an den Fall. Fälle. Da ist sie jetzt wieder irgendwie dran. Den hat sie gerade versteckt. Ja. Die buddelt ihre Knochen immer hier in diesem Teppich ein, der bei uns unterm Tisch liegt. Und dann sucht sie den. Das darf ich dann jeden Morgen machen mit ihr. Die kriegt dann mal früh morgens, wenn wir fertig sind mit der Gassi-Runde, ihre Putzstange. Und ich möchte mich dann am Rechner setzen, dann kommt sie an. Und erstmal, komm, Alter. Wir müssen uns erstmal beschäftigen. Genau. So dann darf, ist ich, ja das richtig, immer, dann darf ich das immer einbullen. Und dann stoße ich sie mal an oder los, such. Alle mir ich sie immer, dann such. Und dann sucht die wie verrückt. Und dann knappert sie eine Runde und dann will ich weggehen. Dann bringt sie mir das hinterher. Soll ich dann wieder einbullen. Ja. Du hinter die ganze Weile, bis die Stange leer ist. Auf jeden Fall möchte ich mich jetzt an dieser Stelle recht herzlich dafür bedanken, was du uns hier alle geschickt hast, für diese ganzen Schätze. Ich freue mich mega. Wahnsinn, das kleine Paket, so viele drinnen.
Du freust dich auch, oder? Logisch. Und nochmal, tausend Dank. Genau. Ganz viele Knutschis, finde ich. So, meine Lieben. Mit Wart. Ja. Das ist heute mal wieder mal ein sehr unspektakulärer Vlog. Das Päckchen auspacken hat doch extrem... Hat Spaß gemacht. Hat und extrem super. Viel Spaß gemacht, aber hat auch viel Zeit jetzt in Anspruch genommen. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, wir beenden diesen Vlog jetzt hier und heben uns halt den Rest für Freitag auf. Ja. Freitag ist nämlich auch ein Tag. Genau. Und da freut ihr euch ja jedenfalls. Der größte Teil freut sich da ja drauf. Und deshalb, meine Lieben, stay strong und positiv. Lasst euch von nichts und niemanden ärgern. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dahin, dicke Knutschis von Susi. Und von mir. Und nochmal, recht schön herzlichen Dank für das Paket. Ja. Super gewesen. Urische Freude. Ja. Kann viel zu viel. Ja, wir riskieren nicht, dass das sie nicht mehr kommentiert, aber es war viel zu viel und es war nicht nötig. So, was du jetzt da draus machst, ist dein Problem. Vor allen Dingen, wir haben es ja jetzt nicht beim Päckchen auspacken gesagt. Nein. So. Sassi. Aber ciao. Auch von mir nochmal vielen, vielen, vielen Dank für die super schönen Überraschungen, die da drin waren. Also ich freue mich da. Mein Herz ist aufgegangen, wirklich. Auch über die tollen Worte, die du uns geschrieben hast. Dein Briefchen ist schon mit in die Liebelein-Box rein. Ja. Ne? Wo wir schon die eine oder andere Karte haben. Ja. Total schön, ja. Aber wie gesagt, jetzt hier Ende Melende. Freitag geht's weiter. Ja. Denker und Dichter, oder? Ja, Goethe war gut. Mann, der konnte schreiben. Ja, dichten, ne? Ja, oder? Und dichten. Ja. So. Ja, Schluss jetzt. Und ich schicke jetzt den Uwe wieder weg. Ja. Tschüss. Tschüss.